Planst du dein Business oder plant dein Business dich? Mhm. 2024 steht vor der Tür, Dezember 23 haben wir fast. Das heißt, jetzt geht die Zeit der Planung los oder der Zielsetzung oder welche Vorstellung hast du überhaupt vom kommenden Jahr? Eine Sache, die ich sehr häufig feststelle, wenn ich in Gesprächen mit Maklern bin oder ein Seminar halte, dass das Thema Planung so ein Thema ist. Und beim Thema Planung verhauen die meisten es schon, weil sie gar kein richtiges System haben und auch gar nicht wirklich wissen, worauf kommt es denn bei einer Planung tatsächlich an. Und zwar, worauf kommt es an, dass die Planung tatsächlich am Ende gelingt? Und das wollen wir uns in diesem Video mal ein bisschen genauer anschauen. Denn Ziele sind ja das eine. Aber warum scheitern denn viele an ihren Zielen, beziehungsweise erreichen sie erst gar nicht? Und hier will ich dir mal ein ganz einfaches Beispiel nennen. Jahreswechsel 2023 auf 2024. Man könnte aber auch die Jahreswechsel der letzten Jahre und Jahrzehnte nehmen. Du kannst es für dich selbst einfach mal überprüfen. Wie oft hast du dir Ziele gesetzt und wie lange bist du an diesen Zielen tatsächlich dran geblieben? Oder als Immobilienmakler kannst du dir eine ganz einfache Frage stellen. Wo möchte ich ab jetzt gerechnet oder meinetwegen auch ab dem 1. Januar bis zum 31.12., also wo willst du am 31.12.2024 als Immobilienmakler stehen? Wie viele Objekte möchtest du verkauft haben? Wie viele Mitarbeiter willst du einstellen? Wie viel Umsatz willst du gemacht haben? Also was konkret sind deine einzelnen Targets, Ziele, die du für das kommende Jahr tatsächlich hast. Und jetzt kommt eine wirklich sehr, sehr wichtige Frage, nämlich was ist denn überhaupt der Zweck dahinter? Zweck im Englischen der Purpose. Und da gibt es ja einmal den Purpose für dein Leben, also warum lebst du überhaupt für dich? Ja, was hast du für dich in deinem Leben ausgemacht? Was ist dein Purpose beruflich, privat für dein ganzes Leben? Aber auch jedes Ziel hat einen Purpose, also einen Zweck. Und hier kann ich dir eine Sache verraten. Wenn du dir darüber nicht im Klaren bist, welchen Purpose dein Ziel hat, dann wird gar nichts passieren. Weil der Purpose ist das, was das Ziel erst erstrebenswert macht. Also das Warum dahinter. Ich gebe dir ein Beispiel. Nehmen wir mal an, du sagst, du möchtest 7-stelligen Jahresumsatz machen, fängt bei 1 Million Euro an. Und du sagst jetzt zum Beispiel, fragst dich, warum will ich die denn erreichen, diese 1 Million? Und auch hier gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, du sagst, ich will die 1 Million erreichen, weil ich es geil finde, 1 Million zu erreichen oder 1 Million Durchlauf auf meinem Konto zu haben. Lassen wir den Gewinn jetzt mal außen vor, damit wir einfach rechnen. Das ist eine Möglichkeit. Das heißt also, das Geld an sich macht dich schon so rattenscharf und erzeugt bei dir so viel Lust und Laune, das zu erreichen. Oder aber du sagst, ja, die 1 Million zu erreichen, gibt mir oder verschafft mir jede Menge Möglichkeiten. Erstens, ich kann viel mehr Marketing machen. Ich kann bekannter an meinem Standort werden. Also ich kann reinvestieren. Oder generell, du kannst mit dem Umsatz deine gesamte Company auf ein ganz neues Level bringen. Du willst an deinem Standort die Nummer 1 werden. Du willst das serviceorientierteste Maklerbüro werden. Du willst in die Köpfe der Verkäufer kommen. Du möchtest einfach die geilste Company an deinem Standort, in deiner Region, in deiner Stadt aufbauen. Verstehst du schon? Das eine ist eben die Tatsache, nur einfach ein schnödes Ziel. Und hier will ich dir noch mal ein Beispiel aus dem Leben geben. Du sagst, du möchtest gerne abnehmen. Also 10 Kilo, 15 Kilo, 20 Kilo abnehmen.
Aber die Frage ist, warum willst du denn überhaupt abnehmen? Willst du das machen, weil andere dich dann feiern, weil du einen Waschbrettbauch hast? Oder willst du das aus einer ureigenen Motivation? Also ist sozusagen deine Motivation die Anerkennung von anderen, also von außen? Hier kann ich dir direkt sagen, sei niemals angewiesen auf die Anerkennung von außen, sondern du musst dir die Anerkennung geben. Du musst stolz auf dich sein. Ja, also das ist keine gute Triebfeder, ja, also Anerkennung zu wollen. Ist aber ein persönlicher Vorteil. Also das heißt, du agierst, weil du dir persönliche Vorteile erhoffst. Oder ist es einfach nur die Kohle, weil du sagst, okay, dann kann ich mir endlich das tolle Auto kaufen. Oder ich kann mir eine tolle Wohnung kaufen oder eine tolle Villa und einen Swimmingpool und whatever. Das heißt, du funkst auf dem Thema Geld und persönlicher Vorteil. Deshalb ist es für viele im Übrigen auch so leicht oder leichter, sich auf materielle Dinge zu fokussieren. Warum? Weil man die anfassen kann. Die sind greifbarer. Man hat eher eine Vorstellung davon. Wenn es aber jetzt in die Richtung geht, eine Firma aufzubauen, also eine Company, die richtig knallt, dann brauchst du eine Vorstellung davon, wie deine Firma aussehen soll. Weil du alleine, was bist du? Bist ein Einzelkämpfer. Da kannst du dir ein Büro oder einen Schreibtisch vorstellen, aber viel mehr nicht. Und du jagst also irgendetwas hinterher. Die Frage ist, was treibt dich denn dann an? Das ist der nächste Schritt. Treibt dich an, dass du weg von irgendeinem Schmerz, nämlich gerade keine Kohle zu haben. Und deshalb setzt du dir das Ziel, 500.000, 1 Million, 1,5 Millionen zu erreichen, weil du dann erhoffst, endlich keine Geldsorgen mehr zu haben oder generell keine finanziellen Probleme mehr zu haben. Das ist also dann weg von Schmerz. Also dein Purpose wäre, keine Schmerzen mehr. Oder bist du jemand, der sagt, ich will aber Lust gewinnen, ich will Gewinn machen, ich will, also nicht Gewinn nur in Form von Geld, sondern du willst dich weiterentwickeln. Also du willst von 3 Mitarbeiter auf 10 Mitarbeiter aufbauen, um deinem Ziel näher zu kommen, halt eine ultra coole Company aufzubauen. Oder generell etwas aufzubauen, was auch ohne dich funktioniert. Und dafür brauchst du höhere Umsätze, um genau das möglich zu machen. Ich hoffe, du hast das Konzept verstanden. Also, erster Punkt ist ein Ziel. Und es ist völlig wurscht, welches Ziel das ist. Willst du abnehmen? Sei dir darüber im Klaren, was ist der Purpose hinter dem Abnehmen. Willst du ein Umsatzziel erreichen? Sei dir darüber im Klaren, was ist das tiefere Warum zu diesem Ziel? Und im nächsten Schritt, sei dir wirklich immer bewusst, Ziel, Zweck und was ist das Endergebnis? Also was ist der Zustand auch im Endergebnis? Also fang an, und das hat auch nichts mit Manifestation und Gedöns zu tun, sondern du verschaffst dir eine Vorstellung davon, wie sieht es aus, wenn du das erreicht hast. Also man könnte auch sagen, das ist sozusagen das ideale Bild von dem, wenn du es erreicht hast. Was tust du dann? In welchem Büro sitzt du? An welchem Schreibtisch sitzt du? In welchem Auto wirst du sitzen? Oder wirst du eine Veranstaltung machen, wo du deine Kunden und deine Freunde und Bekannten und deine Belegschaft einlädst und denen dann von der Erfolgsstory 2024 berichtest? Also du kriegst eine Vorstellung, was wirst du tun, wenn du das erreicht hast, beziehungsweise wer wirst du sein, wie wirst du sein und was wird sein, wenn du das geschafft hast. Okay, das ist sehr, sehr wichtig. Und jetzt kommen wir im nächsten Step dazu. Wie kommst du denn dahin? Weil eine Sache, die stelle ich auch immer wieder fest beim Thema Planung, dass die Leute einfach schon an den einfachsten Schritten scheitern. Warum? Weil ihnen die einfachen Schritte schon gar nicht klar sind und geschweige denn die Tiefe dann dahinter in der Folge. Und hier ein einfacher Tipp. Zuallererst einmal geh doch mal hin und bau dir ganz einfache Schritte. Also du sagst 1 Million Jahresumsatz, weil jetzt mit einer Zahl kann man einfacher vorgehen. Du sagst, okay,
Was sind denn die 4, 5 Schritte, die sein müssen, damit ich da überhaupt hinkomme? Ich gebe dir ein Beispiel. Und zwar, du sagst, ich brauche eine Pipeline, oder nicht nur eine, sondern ein wirklich extrem gut funktionierendes Vertriebssystem, bestehend aus Akquise von Verkäufern, Einkauf, also das sozusagen Abschließen von verkaufbaren Immobilien im Alleinauftrag, und ich brauche ein cooles, sexy Verkaufssystem. Also diese drei Dinge gehören zu diesem einen Punkt, zu deinem Vertriebssystem. Okay? So, dann ist aber automatisch Punkt Nummer 2, ich brauche Personal, um dieses Ziel zu erreichen. Also einfache Schritte erstmal, die allgemein gehalten sind, damit du das Ziel erreichst. So, und das könnte man auch sagen, das ist so eine Art Planungsstufe. Und zwar die erste Planungsstufe. Jetzt nimmst du dir den ersten Punkt, diese Vertriebspipeline, dieses Vertriebssystem, diesen ersten Punkt, und unterteilst den wieder. Das wäre jetzt die Planungsstufe Nummer 2, dass du diesen einen Punkt, den ersten, nimmst und den wieder in 4, 5, 6 Schritte unterteilst. Also was muss ich tun, um diese Vertriebspipeline, dieses Vertriebssystem aufzubauen? Und jetzt kommt der dritte Punkt. Das ist erst das, wo du ins Detail reingehst und sagst, okay, jetzt nehme ich mir jeden einzelnen von diesen 4, 5 Punkten in der zweiten Planungsstufe und machst wieder auf jeden einzelnen wieder und formulierst das aus, was muss 1, 2, 3, 4, 5 gemacht werden. Okay, also das ist das Konzept. Wenn du das so machst und dir darüber im Klaren wirst auch, was muss in dem jeweiligen Planungsschritt das Ergebnis sein und dir das Gesamtergebnis klar wird, dann hast du eine Sache erreicht, nämlich, dass du weißt, so, das ist das Optimale, das Optimum, da will ich hin. Das muss am 31.12.2024 da sein. So, und was muss jetzt genau passieren, um da hinzukommen? Weil das ist das Soll. Und das Soll ist ja nichts anderes in dem ganzen Spiel, was du hier betreibst, ein Zustand, den du noch nicht erreicht hast. Und jetzt kommt die Planung. Die Planung ist deine Schritt-für-Schritt-Anleitung, um diesen Soll-Zustand zu erreichen. So einfach ist das. Und jetzt kommt noch eine wichtige Zutat. Nämlich diese wichtige Zutat wird besonders einfacher werden, wenn dir klar ist, warum du diesen ganzen Quatsch eigentlich machst. Warum du das eigentlich wirklich willst. Und das sollte sitzen. Und das sollte dir wirklich klar sein, sonst wirst du nämlich niemals ein Ziel in diesem Leben oder was auch immer erreichen. Weil du wirst es immer abbrechen. Bei der kleinsten Kleinigkeit, bei dem kleinsten Gegenwind. Weil es dich gar nicht wirklich antitscht, weil es dich nicht wirklich heiß macht, weil du nicht wirklich in der Tiefe gehend Bock darauf hast, das auch zu erreichen. Okay? Das ist super entscheidend und super wichtig. Und bei mir im Coaching lernst du natürlich das gesamte Modell kennen, die gesamten Details. Das ist jetzt schon hier mehr Unternehmerebene. Aber so mal vereinfacht gesagt funktioniert das. Und lass dir noch mal eine Sache sagen. Einfach so als Idee noch mal. Wenn du die Spielregeln von Planung nicht kennst, wenn du die Spielregeln dir nicht bewusst sind und du auch nicht einhältst, dann wirst du am Ende des Tages immer spätestens im März oder im Februar oder im April schon am Schleudern sein, weil du es nicht umsetzen wirst. Weil du es einfach nicht mal dir genau angeschaut hast, wie du von A nach B kommst. Und wenn du von A nach B kommen willst, dann musst du dir natürlich auch darüber im Klaren sein, hey, was kann dazwischen kommen, was kann mich davon abhalten, was sind vielleicht Dinge, die sich mir in den Weg stellen, welche Hindernisse können da kommen, welche Probleme können da kommen. Ja, dann weißt du nämlich auch ganz genau, okay, in dem Bereich, da muss ich mich noch weiterentwickeln. Und wenn du merkst, dass Planung, Ziele setzen, dich triggern und du hast da irgendwie keinen Bock drauf, dann hast du eine gute Botschaft von mir, dann hast du jetzt einen Bereich gefunden, in dem du maximal wachsen kannst und maximal besser werden kannst. Und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt schon mal eine gute Weihnachtszeit und vor allen Dingen noch
richtig viel Erfolg im Rest des Jahres. Und wenn du die Tipps beherzigst, dann wirst du auf jeden Fall eine gute Planung für ein 2024 auf die Beine stellen, weil mit diesen einfachen Tipps wird das funktionieren. In diesem Sinne, alles Gute und bis zum nächsten Mal.